läuft hier. Jetzt wollen wir Parklenkassistenten von VW ausprobieren. Dafür betätigen wir diese Taste. Rot bedeutet, es ist aktiv. Jetzt sehen wir hier im Cockpit, er prüft jetzt rechts die Reihen, ob wir da irgendwo rein können. Und wir lassen ihn jetzt einfach mal machen mit leichter Schrittgeschwindigkeit. Oh, jetzt hat er eine Lücke erkannt. Ich soll aber noch weiter vorfahren. Stopp. Und jetzt soll ich quasi den Rückwärtsgang einlegen. Lenkeingriff ist aktiv, Umfeld beobachten. Ja, jetzt machen wir das mal. Er schlägt jetzt relativ stark ein. Also ich habe den Rückwärtsgang eingelegt und fahre jetzt rückwärts. Er meint, das ist so richtig. Wenn ich hier die Kamera sehe, sieht das auch soweit ganz okay aus. Er lenkt jetzt auch schon wieder zurück. Ja, noch ein bisschen stärker ein, damit wir dann noch gerade in der Lücke stehen. Er sagt, ich soll noch weiter zurückfahren. Ja, hinten sind wir auch gleich dran, aber er will wahrscheinlich noch. Parkassistent beendet, bitte Lenkung übernehmen. Das war der Parkassistent von VW. Das funktioniert nicht bei allen Lücken und Situationen und manche Lücken werden auch fehlinterpretiert, aber ihr seid ja als Fahrer immer noch in der Eigenverantwortung und seht ja dann, ob das dann tatsächlich eine Lücke ist oder eine Feuerwehreinfahrt etc.